Und ein Therapeut ist nie verkehrt. Ich weiß, es klingt komisch oder schräg, wenn man sagt, ja, ich nehme einen Therapeuten. Aber ganz ehrlich, es ist wichtig. Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg's ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. Klingt nach, ne? Nach dem Dingen. Okay, wie hast du es geschafft, etwas übrig zu lassen? Dein Ernst? Ist meine dritte Portion. Okay. Und dabei diese gute Figur halten. Wahnsinn. Morgen. Hallo, Miss Ronan. Hey, Greg. Hey, Gregs. Hey, Allison. Was führt dich heute her? Ich sollte Eddie bloß ein paar Unterlagen vorbeibringen. Der Chief hat viel zu tun, aber du kannst es ihm ins Fach legen. Alles klar, mache ich gleich. Sieht aus wie Wildbären. Mrs. Romero muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Sehr ernst. Ja, dann nehmen wir doch mal ein Stück. Washer Dishes in Cups and Dishes. Yes. Bear Sighting. Bärensichtungen. Hier sind die Spinde. Hey, schön Flossen waschen. Geil. Immer schön die Hände waschen. Und ein bisschen Wasser ins Gesicht. Was war heute Morgen nur mit mir los? Echt beängstigend. Ich liebe den Duft dieser Seife. Oh. Okay, hier können wir noch was lesen. Automat. Hilfeschrank. Gut. Alles okay, Kleine? Ja, bin einfach müde. Dankeschön. Hier, da ist ein Feuerraum wahrscheinlich. Da sind die Toiletten, Restroom. Dann reden wir nochmal mit ihr. Woran arbeitest du? Der Chief hat heute Morgen einen Raser gestoppt und dabei illegales Wild gefunden. Ich nehme den Fall auf. Die lernen's echt nie, oder? Nö. Nö. Die gerade die Nationalhymne so den Anfang gesungen? Wenigstens haben wir hier nicht übernachtet. Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Nee, nee. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Ich sollte eigentlich nicht lauschen. Aber... jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Können Sie den Grund für Ihren Besuch in Delon Crossing nennen? Bin auf Familienbesuch. Meine Eltern und mein Bruder leben hier. Vielleicht kennen Sie ihn. Er arbeitet bei der Post. Er heißt Danny. Ja. Okay, Alexander. Jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Okay. Eddie ist da drin. Ach, er macht den Typen echt zur Sau. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Es ist so. Die Polizei ist am Highway bei Crystal auf Patronenhülsen in einer gesperrten Zone gestoßen.
Ich muss Ihr Gewehr und Ihre Ausrüstung überprüfen. Was? Warum denken Sie, dass das meine Hülsen waren? Wir erhielten einen Hinweis, Sie hätten behauptet, dort ein Elch geschossen zu haben. Oha! Nein, Sir. Der Bulle ist... Ich schätze, wir haben ein paar Sicherheitslücken aufgedeckt. Wichtig, neue Vorgehensweise für den Zugriff auf Archiv. Anfrage der Akte innerhalb des internen Netzwerkes mit Hilfe der persönlichen Anmeldedaten. Erhalt der automatischen Antwort-E-Mail mit einmal verwendbaren Code. An die verwendete E-Mail-Adresse einmal Türcode eingeben. Der Code ist eine Stunde lang gültig. Wollen Sie mich bestechen? Geil. Sie riskieren bereits mehrere Verstöße. Lizenzmissbrauch, widerrechtlicher Besitz von Wild. Jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Oha. Hören Sie, wir nehmen Wilderei hier sehr ernst, Mr. Gershwin. Das sollten Sie wissen. Tue ich. Ich. Es geht nicht nur um Kultur und Tradition, sondern auch um Respekt. Daher das Gesetz. Ich habe großen Respekt vor dem Gesetz. Ist das so? Und den Wildtieren gegenüber? Der Bestand nahe Crystal nimmt immer weiter ab und Sie schießen einen potenten Bullen. Ich könnte Ihnen Ihre Jagdlizenz für Jahre sperren, Mr. Gershwin. Glauben Sie mir, das ist bloß ein Missverständnis. Okay. Ich will Sie nicht noch einmal hier sehen müssen. Und zwar weder fürs Hasen noch fürs Vermüllen und schon gar nicht fürs Wilder. Ja, Sir. Ich mein's ernst, Mr. Gershwin. Ich sollte mir ein Stück Kuchen schnappen, bevor Gregs alles verschlingt. Jo. Oha, den macht er ja richtig fertig. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Wir haben kaum darüber gesprochen. Nimmst du Kuchen essen? Noch ein Stück Kuchen, Herr Hüttenbecker? Diese Hafenarbeiter gehen mir mit ihrem blöden Streik echt auf die Nerven. Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Was liest du? Oh, über den Hafenstreik. Und den Ärger, den diese Leute uns allen bereiten. Ich hasse Streiks. Wo sind wir? Etwa in Paris? Bitte. Für viele ist das der einzige Weg, um sich Gehör zu verschaffen. Hm. An sich. Streiks sind Grundrecht. Jedenfalls hier in Deutschland. Wenn die Friedenspflicht eingehalten wird. Ne? Man lernt das ja in der Schule. Was gibt's bei dir? Forellenpastete und, Schwarzrettich. Ich bin auf Diät. Eine Kuchendiät? Hey, darüber schweigen wir. Ja, komm. Probieren wir mal den Kuchen. Ach, die haben sogar den Löffel animiert. Geil. Dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Der beste, den ich je hatte. Oder? Können wir mit ihm nochmal sprechen? Hey, Gregs. Verbrechen in Delos. Wie sieht's aus? Und? Was treibt die Unterwelt von Delos Crossing so in letzter Zeit? Wilderer, Vandalen, ein paar unvergessliche Sittlichkeitsvergehen. Nichts Ernstes. Ich hab da nichts gegen. Langweilig ist gut. Nicht wie in Juno. Meine Tochter will da unbedingt hinziehen, aber das kann sie vergessen. Warum? Juno ist super. Dort erlebt man wenigstens was. Drogen, darum. Doppelt so viele Delikte wie im Landesdurchschnitt. Ständig kommen Leute von weiß Gott woher. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Hey, Gregs. Stehen irgendwelche großen Urlaubspläne an? Wir fahren über Thanksgiving wahrscheinlich nach Anchorage. Lindas Schwester wohnt in der Gegend. Aber... für Neujahr habe ich geheime Pläne für einen Familienausflug nach New York City. Hab 2 Jahre lang gespart und alles mit einer falschen E-Mail-Adresse gebucht. Richtig cool. Da möchte ich ja auch gern mal hin. Ist wohl unser letzter Ausflug, bevor Lauren aufs College geht, also soll es schön werden. Ich bin mir sicher, dass ihr viel Spaß haben werdet. Okay, cool. Hey, sorry, dass es so lange ging. Keine Sorge. Du wirst es nicht glauben. Wir haben den Briefkastenräuber. Rate, wer es war.
Oh, Sekunde. Ein Tier, ein Kind. Lass mich raten. Ein Nachbarskind? Falsch. Ein Waschbär. Der Meisterkriminelle von Delos Crossing war am Ende nur ein pelziger Müllschlucker. Okay. So werden Legenden geboren. Klasse. Jedenfalls tut es mir echt leid, dass ich dich sitzen lasse, aber ich muss den Kleinen zur Wildtierbehörde bringen. Wir verschieben das, okay? Oh, kein Problem. Wirklich, das verstehe ich. Die Pflicht ruft. Danke. Ich habe dir was mitgebracht. Ein verspätetes Geschenk. Oh, wie süß. Nichts Großes, aber... Was sagst du da? Ich liebe es. Hast du das gemacht? Ich habe mit dir echt Glück gehabt. Ja, ist das süß. Ohne dich wird Delos Crossing völlig anders sein. Ach, komm schon. Okay, die Untertitel sind meist ein bisschen anders als... Ich ruf dich später an. Versuch etwas zu schlafen, okay? Bis dann. Tja, so viel zu meinen Mittagsplänen. Hey, ist dein Bruder heute nicht dabei? Nein. Er wollte sich hier wohl nicht mehr blicken lassen, nach dem, was er gestern abgezogen hat, was? Was meinst du? Es geht dir nichts an, das tut mir leid. Was meinst du? Du weißt schon, dass er in den Archivsaal eingebrochen ist und dann deinen Onkel so angegriffen hat. Hey, wir sorgen uns alle um dich. Das ist nicht die Allison, die wir kennen. Die Allison, die ihr kennt? Ja, das süße, clevere Mädchen, das nie jemandem absichtlich wehtun würde. Ich weiß, ihr drei habt euch versöhnt, aber im Ernst, es machte ihn zu schaffen. Okay. Wir haben getan, was nötig war. Ich will nicht darüber reden. Wir haben getan, was nötig war. Aggressiv. Wir haben getan, was nötig war, um zu bekommen, was wir brauchen. Jetzt kommt eine Standpredigt von Okay, sei aber bitte vorsichtig. Ich mache das schon sehr lange. Und Leute ändern sich sehr selten. Selbst wenn wir es wirklich wollen. Hör zu, ich bin echt müde, können wir das nicht? Allison, ich mag dich. Wirklich. Ich kenne dich schon ewig. Du bist ehrlich, standfest. Du machst keinen Ärger. Aber Tyler, ich meine, wenn er untergeht... Lass dich nicht von ihm mitziehen, okay? Ich kann das nicht. Alles okay? Bitte lass mich einfach. Ich brauch Luft. Ich brauch frische Luft. Oha, was war da los? Okay. Wir sind fast vorm Verrecken, habe ich das Gefühl. Einmal drücken, um die App zu starten. Okay. Okay. Das hatten wir schon mal. Komm schon. Gleich geschafft. Ach, ist das so eine Entspannungs-App oder sowas, ne? Okay. Nur noch ein bisschen.
Ah, das dient zur Entspannung, okay. Hier sehen Sie einen hochkonzentrierten Gary, der gerade versucht, einfach weiteratmen. Ein und aus. Allison zu beruhigen. Ah, das ist extra eine App für Panikattacken. Zu schnell war. Okay, das ist ja cool. Du schaffst das schon, Allison. Du schaffst das schon. Oha, wie geil ist das denn bitte? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Was passiert dir? Alles okay? Ja. Schwindelst du? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wie die Leute da sein werden. Oder wann ich dich wiedersehe. Wir können es rückgängig machen und sagen, was wirklich passiert. Nächster. Das war's. Ende. Ich kann immer mit der Stimme mit dir reden, oder? Ja, klar. Es wird fast so sein, wie sonst auch. Es ist Zeit zu gehen, kommt schon. Hey, Chief. Eine Sekunde. Hey, Kinder. Ich bin zurück zum Haus und hab ein paar Sachen für euch. Ich weiß, wie viel sie euch bedeuten. Danke. Danke, Sam. Oh, Kinder. Das ist nur eine Wiedersehenszeit, okay? Ich bleib niemals. Allison? Was machst du hier draußen? Es ist kalt. Ich brauchte nur etwas Luft. Was ist passiert? Was ist, kleiner Elch? Es wird zu viel. Ich glaube, ich hatte eine Panikattacke. Das wird schon. Komm mal rein und wärm dich auf. Dann sprechen wir darüber. Ach, die gehen gleich so nach oben, okay. Tut mir leid. Der Morgen war einfach so. Gott, wie peinlich. Schon gut. Du hattest lange keine Attacke mehr. Was ist los? Ach, Mann, ich lag so falsch. Bei einfach allem. Lag es an etwas, das Tyler gesagt hat? Nein. Nicht er. Ich war es. Schon wieder. Ich habe ihn enttäuscht. Ich finde, du hast dir echt den Arsch aufgerissen für ihn. Du verstehst nicht. Entschuldigung. Ellie, du trägst so viel mit dir herum. Mit Tylers Rückkehr und deinem Umzug. Lass es doch mal gut sein mit diesen Dingen, die dich offensichtlich stressen. Wenn du Marianne meinst, nein. Ich schulde es Tyler einfach. Wirklich? Ich weiß nicht, warum du die Schuld bei dir suchst. Du warst nicht schuld. Stimmt nicht, ich will es vergessen. Okay. Ich würde wirklich sagen... Ich würde wirklich sagen, das stimmt nicht. Ich würde ehrlich sein mit ihm. Ich will es vergessen. Ist, glaube ich, nicht immer der richtige Weg. Manchmal ist Wert Ehrlichkeit doch am längsten. Mal gucken. Das stimmt nicht, Eddie. Ich war da. Ich... Du warst 11 Jahre alt. Du hättest nichts tun können. Du darfst nicht zulassen, dass es dich weiterhin so verfolgt. Hör zu. Du bist nicht wie deine Mom. Was meinst du? Er ist was zugestoßen. Was ist mit seiner Krawatte? Ich weiß nicht was, aber
Es ließ sie nicht los. Du darfst nicht den gleichen Fehler machen. Sag diesen Geistern, sie sollen abhauen. Ich kann es nicht hinter mir lassen. Ich habe Marianne getötet. Wow. Alter, da hätte ich jetzt gern ein paar mehr Zuschauer, die sagen würden, okay, was soll ich sagen? Entweder X oder Y. Ich hätte jetzt gerne ein paar Leutchen, die bei mir zugucken und sagen, weißt du was? Nimm das eine oder das andere. Lonely Streamer. Egal. Ich mach weiter. Aber ich würde sagen, ich nehme X, Y. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht hilft's.